Guten Morgen, meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Ja, ich habe die letzten Tage weniger gepostet, weil ich nur die Videos geguckt habe und nur versucht habe, ein bisschen die Geschichte zu verstehen. Es ist alles sehr, sehr kompliziert, sehr umfangreich und alles nicht so einfach. Es ist wirklich, wirklich schlimm, was da passiert. Es ist so krass, wenn Soldaten sich gegenseitig abschießen wollen, dann ist es eine Sache. Aber wenn unschuldige Zivilisten und vor allen Dingen Kinder einfach abgeschlachtet werden, ist das so unfassbar schlimm. Ja, man kann da wenig sagen. Und manche Menschen haben einfach wirklich keine Chance. Die werden einfach in einem Gefängnis geboren, haben keine Chance rauszukommen. Und ich wusste nicht, dass es unter irgendeiner Gruppe irgendwo mehr als 70% Arbeitslosigkeit gibt. Also keine Chance. Puh, das ist wirklich, wirklich hart. Und das Krasse und Ungerechte ist ja, dass egal wie schlimm das an manchen Orten auf der Welt ist, es sind trotzdem nur, keine Ahnung, vielleicht 1-2% der gesamten Fläche der Welt und es gibt so große Flächen, also der Großteil, wo halt Frieden herrscht und wo man dann ja auch hin kann und sich selbst schützen kann. Es ist egal, wie die Propaganda im Fernsehen ist, hey, ihr müsst Schokolade essen, ihr müsst alle euch geschlecht ernähren. Egal, wenn man das Wissen hat und selbst weiß, wie man sich gesund ernährt, dann ist es egal. Auch wenn 50% Krebs bekommen, dann muss man das selber nicht haben, wenn man das Wissen hat und sich gesund ernähren kann. Und genauso ist das mit der Kriegssituation. Wenn man sich selber abkoppeln kann und die Familie schützen kann, ja, dann kann man selber entscheiden, wo man leben will. Das ist ja das Entscheidende. Gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur mit der klaren Absicht, Männer, Frauen, Kinder von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden, wenn der Winter kommt, das sind pure Terroraktionen. Noch nicht gestattet. Ja? Deswegen bitte ich Sie jetzt, diese Flagge einzutragen. Sie nicht mehr öffentlich zu zeigen, andernfalls müssen wir den Identitätsschutz wir haben ein Problem. Schalte denn aus wie eine Flagge.